Wissen Sie, wenn man sich eingliedert in die Spieluhr des Lebens, dann wird auch alles so kommen, wie man es will und plant. In der letzten Folge haben wir erfahren, mit was Hope schwanger ist. Ich meine, das klingt gerade so falsch, ne? Man denkt so, mit was? Äpfelbirnen, Alien, whatever. Nein, sie ist schwanger. Und sie ist schwanger mit... Könnt ihr einfach nochmal in der letzten Folge selber reinsehen. So ein Plot-Twist muss ja sein. Nein, doch. Und ich bin jetzt gerade am nächsten Morgen. Ja, was soll man sagen? Denen geht's allen bescheiden. Also, ich glaube, so langsam kann sie so 0,0 verheimlichen, dass sie schwanger ist. So gar nicht. Vielleicht könnten wir nochmal das Outfit wechseln. Wäre ganz sinnvoll. Ich habe gesehen, der Pulli wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Mit dem Pulli, finde ich, kann man das... sehr gut verdecken. Nein. Eieiei, also man muss ja wirklich sagen, in dem Pulli siehst du halt, es sieht halt ungesund aus. Ist auch dieser typische Schwangerschaftswatschelgang, ne? Es ist so sad. Naja, die arme Mausi tut mir wirklich leid. Der geht's richtig bescheiden. Die hat 1000 Stimmungsschwankungen, Pipi, Hunger, Pipi, kalt und so weiter und so fort. Ist gerade mal im zweiten Trimester. Okay. Und ich muss euch irgendwie sagen, es hätte mich doch relativ geschockt, wie unser lieber Lennart auf die Schwangerschaft reagiert hat. Naja, egal. Ich meine, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie ihr das seht, ob er das vielleicht wirklich, weil er keine Kinder will oder aufgrund seiner Farm. Sehr interessant. Heute werden wir uns... Nein, tu das doch nicht. Passiert mir auch ständig. Ich fall ständig so in der Wohnung um. Ich bin ein bisschen am Hin und Her überlegen, denn wo kriegt diese Frau ihr Baby? Also das darf ja auf gar keinen Fall hier jemand mitkriegen. Ich meine, das Gute ist, sie sind mittlerweile alle super viel unterwegs, am Arbeiten. Sie wollen alle einfach nur noch weg von diesem Ort, können es aber erst, wenn die Verhandlungen und vor allem die herausfindenden Sachen... Was, Bruder? Wenn ermittelt wurde, wer der Mörder ist. So. Meine Güte, deutsche Sprache, schwere Sprache. Und da ist ein Punkt, ich habe erst überlegt, ob sie vielleicht irgendwie sagt, ja, macht's nicht Sinn, wenn wir für unsere ganzen Gartengeschichten und um unseren ganzen Müll hier zu ordnen, einen Schuppen bauen, um da alles zu platzieren, weil sie dann im Endeffekt ihr Baby da platziert, damit es keiner mitkriegt. Mir ist aber dann ein anderer Gedanke gekommen, denn... Was ist das denn? Ein leerer Raum, ganz oben. Wie ist der entstanden? Also, ich habe ihn nicht gebaut. Ich habe ihn wirklich nicht gebaut. Der war von Anfang an da. Ich wusste nur nicht, was ich damit machen soll. Maybe könnte man den benutzen so. Und deswegen ist meine Überlegung, dass wir irgendwie einen heimlichen Zugang zu diesem Zimmer machen. Und da kann das Baby die Babys platzieren. Solange, ja, ich weiß nicht, wie lange sie das noch geheim halten kann. Ja, das ist auf jeden Fall meine Überlegung, dass wir dann ganz oben da heimlich ein Zimmer machen. Ansonsten tut mir dieses Mädchen einfach leid. Weil, wie gesagt, sie ist müde, sie ist hungrig. Und was mich echt gerade schon irre gemacht hat, die liegen alle ständig auf diesen Bänken. Why? So, vorhin haben wirklich hier, da und da drei Leute geschlafen. Ihr habt ein Bett. Also wirklich, habe ich irgendwie, ist das bequem? Ist das die holztastische Federkernmatratze oder was? Ja, wieso? Nee, wenn ich die Wahl habe zwischen sowas und sowas, dann wähle ich das. Okay. Ich dachte mir, als nächstes werden wir heute mal diesen Raum auf Vordermann bringen und wieder ordentlich machen. Langsam haben wir ja gefühlt auch jeden Raum wieder ready. Ein paar Sekunden später. Euer Zimmer ist auf jeden Fall wieder fresh und du geh doch einfach in das normale Bett. Sie sind auf jeden Fall alle sehr, sehr unterwegs, hatten auch schon ihre ersten Beförderungen, also hier, befördert. Pavel wurde befördert, Justine wurde auch befördert, also es läuft schon sehr gut für die. Last but not least, wir werden uns heute mit Pavel beschäftigen. Heute wird Pavel seine Sicht der Mordnacht erzählen und es tut mir wirklich für euch ein bisschen leid, dass ihr immer so lange warten müsst, bis... neue Mordnachtgeschichten kommen, aber ich muss euch wirklich sagen, ich hätte nicht ahnen können, wie viel Arbeit das ist. Also für euch ist das ein Ausschnitt von 4 bis 5 Minuten, wenn ihr diese Mordnächte seht. Für mich steht Skript schreiben,
aufnehmen, alles richtig schneiden, etc. pp. Also ich brauche locker 10 bis 20 Stunden, manchmal sogar 30 Stunden. Ah, das ist so viel. Bis diese 4 Minuten, 3 oder 5, je nachdem wie lang das geht, fertig sind. Und das ist einfach etwas, was mir momentan die Lust raubt, weil ich einfach oft keine Kraft und Nerven habe, mich daran zu setzen. Ich liebe das, ohne Frage. Ich liebe es, auch das zu spielen und zu schneiden. Aber die Zeit und die Kraft fehlt mir einfach momentan sehr oft. Dementsprechend kommen halt jetzt auch einfach immer mal Zwischenfolgen, weil die für mich natürlich leichter abzudrehen sind und zu schneiden sind. Gut, Pavel geht jetzt zur Arbeit und ich werde dann, denke ich, mal gucken, oder das würde mich jetzt last but not least auch nochmal interessieren, wie kommen wir da oben an den Raum ran? Dadurch, dass das Zimmer ja hier gesperrt ist, ne, von Agnes, könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass das Zimmer ja hier immer noch gesperrt ist, dass Hope trotzdem hier reinsteigt in das Zimmer und dadurch natürlich dann relativ oft und viel ihre Kinder besuchen geht. Wäre jetzt so meine Logik. Und ich würde das, glaube ich, auch gar nicht groß ändern hier mit Boden und mit den Wänden und mit der Lampe. Es sieht zwar wirklich, wirklich sad aus, aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass es genauso aussieht und sie halt diesen Weg hier nutzt, um zu ihren Kindern heimlich zu kommen. Vielleicht würde ich dann, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich würde das einfach mal machen. Ich würde einfach mal, bei wem wächst nicht plötzlich so Efeu im Zimmer, ne? Also, kennt man ja. Völlig normal. Das war ein Witz, ne? Wird hier einfach überall ein bisschen Efeu platziert, damit jeder denkt so, die Frau stand auf Efeu, keine Ahnung. Yay! Mega! Oh, die Arme. Aber, okay, ich würde sagen, es ist halt in gewisser Weise, ja, die kann ja hier über das Ding raus, dass sie das irgendwie herausgefunden hat, dass da oben was ist und sich da was geschaffen hat. Was, es gibt noch einen Raum? Krass! Das ist ja noch viel... noch ein Ding machen und das ist dann ja noch viel realistischer, dass hier überall Efeu hängt, als bei dem anderen Ding. Das heißt, da lassen wir einfach die Leiter, als wenn sie schon immer da war. Und hier packen wir alles voll mit Efeu. Eine Ewigkeit später. Und das ist natürlich mega. Weil dann werden wir einfach den Raum da drüber und dann kann uns wirklich keiner mehr hören. Also, da sind wir ja quasi in der Turmspitze. Dadurch, dass das hier so zugewuchert ist, sieht dann auch keine Person, dass hier noch eine Leiter ist. Was wirklich grandios ist, weil dadurch sie ganz oben ihre Kinder platzieren kann oder ihr Kind oder was auch immer. Und dadurch kann sie, ohne dass das jemand mitkriegt, ihre Kinder da oben haben. Wie wir dann und wo wir dann diese Kinder kriegen, ich habe noch gar keinen Plan. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Vielleicht kriegt sie die Kinder auch da oben. Ich weiß noch nicht. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Aber das hier oben wird dann das Kinderzimmer. Sehr sad, aber anders geht's nicht. Und dann würde ich jetzt mal sagen, nicht lang schnacken. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Sicht von Pavel. Und die ist ganz interessant. Film ab. Wir beginnen mit dem Verhör von Pavel Holek. Randdaten, erwachsen. Lebenswunsch, herrlich reich. Er ist böse, selbstsüchtig und ehrgeizig. Er ist seit Jugendalter im Internat, da seine alleinerziehende Mutter an Krebs starb und sein Onkel aufgrund seiner zeitaufwendigen Arbeit nicht für ihn sorgen konnte. Herr Holek, erzählen Sie, wie der Abend von Anfang an verlief. Erstmal möchte ich aus tiefstem Herzen sagen, danke, Frau Danielson. Danke für Ihre grandiose Ermittlerarbeit und wie viel Mühe Sie sich geben. Sie sind wirklich ein Vorbild und das... Ja, vielen Dank. Schleim. Also, wie verlief dieser Abend für Sie? Also der Abend fing so ruhig an wie jeder andere. Denn ich kümmerte mich um nichts, außer ein Kostüm zu finden und anzuziehen. Wissen Sie, ich bin nicht so der Mensch für Partys und schon gar nicht bei so viel Durcheinander. Aber gut, die Mehrheit meiner Mitbewohner war dafür, also ließ ich sie machen. Ich verbrachte eigentlich den Abend damit, alle zu beobachten, wilde Fotos zu machen und aufzupassen, dass Agnes nicht aus ihrem Zimmer kommen konnte. Außerdem natürlich mit meiner Freundin Zärtlichkeiten auszutauschen, wenn sie wissen, was ich meine. Irgendwann drehten alle total auf und ich ging also eine Runde an die frische Luft mit meiner Freundin. Aber auch sie war total aufgedreht und komisch und als ich anfing, sie zu berühren, um sie zu
beruhigen, rastete sie völlig aus. Und dann kam auch noch dieser Nichtsnutz Lennart, der Typ, der nicht mal unsere Sprache kann. Wissen Sie, der ist schon heiß auf sie, seit er sie gesehen hat. Voll der irre Stalker. Naja, bevor ich in den Grund und Boden reden konnte, brach ein Feuer im Wohnzimmer aus. Da musste ich natürlich helfen, da sie alle nicht wirklich ohne mich lebensfähig sind. Danach fand ich meine Liebste nicht mehr. Hörte nur, dass irgendjemand geheiratet haben soll. Naja, nachdem Agnes sich befreien konnte, da ich zu abgelenkt war, meine Freundin zu suchen, half ich noch beim Aufräumen und ging auf mein Zimmer. Meine Bettnachbarn waren schon am Schlafen, als ich plötzlich einen Schuss und einen Schrei hörte. Ich rannte in die Richtung und sah nur noch, wie Agnes dort lag und Hope wegrannte. Ich weckte alle und rief den Krankenwagen. Moment, halt, stopp. Sind Sie sich ganz sicher, dass Sie Hope bei der Leiche sahen? Leider zu 1000%. Wo war sie danach? Ich weiß es leider nicht. Ich habe auch 1000-mal versucht, sie zu erreichen, ohne Erfolg. Erst als die Polizei da war, lag sie in ihrem Bett, als wenn nichts war. Sehr, sehr seltsam. Sie reden aber auch immer von ihrer Freundin. Aber keiner ihrer Mitbewohner hat bisher erwähnt, dass sie eine Freundin haben. Wer ist sie und wie ist ihr Name? Das ist aber komisch. Denke, der Neid spricht aus ihnen, da wir eine so perfekte Beziehung führen. Es ist Hope. Wir waren schon ineinander verliebt auf den ersten Blick. Und nach unserem ersten perfekten Date sind wir das Traumpaar schlechthin. Hut ab, dass sie ihre eigene Freundin dann so belasten. Aber Frau Kommissarin, das Gesetz muss doch über jede Liebe hinausgehen. Mir zerreißt es das Herz, dass ich sie da gesehen habe. Und ich habe auch noch lange überlegt, ob ich mich verguckt habe. Aber leider nein. Ich war so klar wie noch nie. Sie haben recht. Sie sind auch der Einzige, dem wir nichts im Blut nachweisen konnten. Keine Drogen, Alkohol etc. Wie haben Sie die Beziehung zwischen Agnes und Agathe wahrgenommen? Sehr, sehr gut. Eigentlich wollte Agathe nichts mehr als Agnes nachzueifern, was natürlich nicht ging. Aber sie hielten zusammen wie Pech und Schwefel. Wie fanden Sie das Leben im Internat? Es war okay und es bestand halt voller Regeln. Solange man sich daran hielt, lief es gut. Ich hörte von ihren Mitbewohnern, dass ihre Freundin Hope oft von Agnes misshandelt wurde. Was wissen Sie darüber? Also misshandeln ist ein zu hartes Wort. Mein Täubchen kommt aus einer sehr asozialen Familie und musste einfach lernen, wie man sich richtig verhält und in die Welt eingegliedert wird. Und Agnes war mit ihr auf einem guten Weg, aber natürlich nie körperlich. Da haben die anderen ihnen ein Märchen berichtet. Wissen Sie, was mich stutzig macht? Jeder, absolut jeder, hat ein verständliches Tatmotiv. Motiv, Agnes tot zu sehen. Aber sie? Nix. Sie wollten nach dem Tod ihrer Mutter bei ihrem Onkel aufwachsen. Da der aber eine eigene Tierklinik führt und viel unterwegs ist, ging das nicht. Deswegen sind sie hier gelandet und alle sind sehr zufrieden mit ihnen. Ab und zu dürfen sie sogar zu ihrem Onkel für ein Wochenende, während alle anderen keinen Kontakt zur Außenwelt haben dürfen. Wissen Sie, wenn man sich an die Regeln der Welt hält, dann lebt es sich auch gut. Und das haben Agnes und Agathe bei mir gesehen und geschätzt, während die anderen immer die Grenzen austesteten und dadurch ihre gerechte Strafe meiner Meinung nach erhielten. Für mich sind das alle Menschen ohne Profil und Charakter, außer natürlich mein Täubchen Hope. Und gerade möchte ich nichts mehr, als sie aus der Misere, in der sie jetzt steckt, rausholen und beschützen. Mein Onkel ist mir ein großes Vorbild, auf was es im Leben ankommt. Und dass er mich hierher schickte, damit er seine Träume leben kann, ist komplett verständlich, denn das werde ich ja später auch. Ich hasse Drama. Wissen Sie, wenn man sich eingliedert in die Spieluhr des Lebens, dann wird auch alles so kommen, wie man es will und plant. Man muss sich nur an die Spielregeln halten. Falls du noch ganz, 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 ganz viel Disney-Magie erleben willst und gerne mal die Geschichte von Melody, also offiziell Ariels Tochter, bei mir aber Rapunzels Tochter erleben willst, dann schau doch mal da rein.